Ist die kosmische Hintergrundstrahlung ein besonderes Bezugssystem? Diese Frage ist nicht so leicht zu beantworten. Ich möchte die Antwort in mehrere Teile aufteilen. Ich möchte zuerst erklären, was ist denn eigentlich ein Bezugssystem? Was ist ein besonderes Bezugssystem? Was ist die Hintergrundstrahlung? Und ist es möglich, dass diese Hintergrundstrahlung ein besonderes System ist? Ein Bezugssystem. Ein Bezugssystem ist ein System, in dem ich physikalische Kräfte, Felder, Bewegungen messen kann. Das kann zum Beispiel ein Koordinatensystem sein, wie dieses hier, der dreidimensionale Raum. Ich kann mich selbst in den Ursprung des Systems stellen und sagen, ich bin in Ruhe und die Welt bewegt sich an mir vorbei. Als ein Beispiel kann ich jetzt am Straßenrand stehen und ich beobachte einen Autounfall. Ich habe gesehen, wie ein Auto in eine Mülltonne kracht. Ich habe eindeutig gesehen, das Auto rammt die Mülltonne. Jetzt steigen der Autofahrer oder die Autofahrerin aus und sagen, diese Mülltonne, die ist auf mich zugekommen, die hat mich jetzt gerammt. Jetzt sage ich, nein, nein, Mülltonnen haben noch niemanden gerammt. Die Mülltonne war in Ruhe. Sie sind hineingefahren. Was ist denn jetzt eine richtige Aussage? Wer hat denn recht? Ich, da ich das beobachtet habe, oder der Autofahrer oder die Autofahrerin? Die sagen nämlich selbst, ich war in Ruhe in meinem eigenen System, ich habe mich nicht bewegt. Die Mülltonne hat sich bewegt. Man sieht schon, dass in unterschiedlichen Bezugssystemen können unterschiedliche Beobachtungen gemacht werden. Was ist denn jetzt ein besonderes Bezugssystem? Das ist ein Bezugssystem, in dem die Gleichungen der Physik die gleiche Form haben. Und die Lichtgeschwindigkeit ist eine endliche Geschwindigkeit in allen diesen Bezugssystemen. Man sagt auch zu diesen Bezugssystemen Inertialsysteme. Und die sind alle gleichwertig. Das heißt, in jedem System, das ein Inertialsystem ist, gibt es die gleichen Gesetze der Physik. Und man kann ein Inertialsystem einfach in ein anderes transformieren. Ein Inertialsystem ist ein System, das sich mit konstanter Geschwindigkeit bewegt oder in Ruhe ist. Es gibt keine Rotationen und es gibt keine beschleunigten Bewegungen. Kommen wir jetzt zu den normalen Bezugssystemen, wo eine Rotation als Bewegung oder eine beschleunigte Bewegung möglich sind. Da treten dann sogenannte Scheinkräfte auf. Scheinkräfte, was ist das? Noch niemals gehört von einer Scheinkraft. Ja, Scheinkräfte erfahren wir jeden Tag im täglichen Leben. Es ist nämlich diese Kraft, die uns auf dem Boden der Tatsachen hält. Wir werden zum Beispiel mit einem G konstant Richtung Erdmittelpunkt beschleunigt. Die sogenannte Gravitationskraft, die uns auf der Erde hält, ist auch eine Scheinkraft. Ein anderes Beispiel für eine Scheinkraft ist die Zentrifugalkraft. Nehmen wir an, wir sitzen auf einem Karussell. Wenn sich das Karussell nicht bewegt, merken wir keine besondere Kraft, die auf uns wirkt. Beginnt sich das Karussell aber zu drehen, merken wir sofort eine Kraft, die uns hinauszieht. Das ist die sogenannte Zentrifugalkraft. Diese Kraft kommt nur zustande, weil unsere Körper träge sind. Das heißt, der Körper wehrt sich der Richtungsänderung. Das heißt, mein Körper möchte mit konstanter Geschwindigkeit in eine Richtung gehen, wird aber abgelenkt. Dadurch erfährt er eine Kraft, die sogenannte Zentrifugalkraft, die ihn senkrecht zu dieser Bewegungsrichtung zieht. Okay, wir haben jetzt Bezugssysteme, besondere Bezugssysteme. Was hat das jetzt alles eigentlich miteinander zu tun? Da kommen wir jetzt zu einem Konzept der speziellen Relativitätstheorie. Diese nämlich sagt aus, dass Inertialsysteme gleichwertig sind. Und die Lichtgeschwindigkeit ist eine endliche Geschwindigkeit der Informationsübertragung. Früher, bevor Albert Einstein diese Theorie formuliert hat, hat man gedacht, dass auch das Licht ein Übertragungsmedium braucht. Wie zum Beispiel Schallwellen haben die Luft das Übertragungsmedium, Wasserwellen das Wasser. Das Licht muss also auch ein sogenanntes Übertragungsmedium haben. Und man hat sich gedacht, das ist der sogenannte Äther. Jetzt gibt es zum Beispiel den Äther, der hier in diese Richtung wirkt und die Erde, die sich hier um die Sonne dreht. Jetzt müsste man einen Geschwindigkeitsunterschied der Erde im Vergleich zum Äther messen können. Das hat man jetzt versucht mit dem sogenannten Michelson-Morley-Experiment. Und was hat man rausgefunden? Nichts. Man hat keinen Geschwindigkeitsunterschied der Erde relativ zum Äther messen können. Jetzt hat man sich gedacht, ja, vielleicht heben sich die beiden Geschwindigkeiten gerade zum Zeitpunkt der Messung auf. Jetzt hat man das Experiment an einem anderen Zeitpunkt des Jahres gemacht und noch viele Male mehr.
und nie hat man eine Relativgeschwindigkeit der Erde zu irgendeinem Äther gefunden. Man hat sich den Äther als ein besonders kosmisches, überall stehendes Referenzsystem ausgedacht. Man hat das jetzt nicht gefunden, man hat diesen Äther jetzt eigentlich nicht beweisen können. Und Albert Einstein, als er kurz nach diesem Experiment seine Gleichungen der speziellen Relativitätstheorie aufgestellt hat, hat auf das Konzept des Äthers verzichtet. Das heißt, er hat verzichtet darauf, ein universelles, besonderes Bezugssystem mit einzubeziehen. Und er hat gesagt, alle Systeme sind gleichwertig, alle Inertialsysteme, und die Lichtgeschwindigkeit ist die endliche Geschwindigkeit der Informationsausbreitung. Ist das jetzt wichtig? Ich meine, ist doch egal, wenn das Licht unendlich sich ausbreitet oder mit einer endlichen Geschwindigkeit. Nein, das ist es nicht. Nämlich wenn das Licht keine endliche Geschwindigkeit hätte und ich jetzt zurückkomme auf unser Beispiel am Straßenrand mit den Mülltonnen, dann würde ich sehen können, dass das Auto die Mülltonnen rammt, noch bevor der Unfall passiert ist. So Ursache, Wirkung, Kausalität, die würde es nicht geben. Warum ist das jetzt für unsere Frage wichtig, ob der kosmische Mikrowellenhintergrund ein besonderes Bezugssystem ist? Was ist jetzt die Hintergrundstrahlung? Die Hintergrundstrahlung ist einfach ein Bild der Photonen, die genau die Zeit gehabt haben, genau das alte Universum, die genau diese Zeit gehabt haben, um vom Urknall bis hier gereist zu sein. Weil das Licht hat ja eine endliche Geschwindigkeitsausbreitung. Das heißt, es braucht eine gewisse Zeit, um hier anzukommen. Das sind die ersten Photonen, die es geschafft haben, hier anzukommen bei der Erde und wir ein Foto davon gemacht haben. Die sogenannten Gewinner. Ist dieses System jetzt ein besonderes System? Nein. Der kosmische Mikrowellenhintergrund kann als Referenzsystem genommen werden, ist aber kein besonderes System. Es ist gleichwertig wie alle anderen Systeme. Es ist gleichwertig zu sagen, okay, ich messe alles und nehme den Hintergrund als mein Bezugssystem, oder ich messe alles und stelle mich selbst in den Ursprung des Koordinatensystems. Beide Möglichkeiten sind gleichwertig. Der Mikrowellenhintergrund ist kein kosmisches, überall gesetztes Bezugssystem, nämlich wir haben gehört, dass im Rahmen der speziellen Realitätstheorie kein Bezugssystem ausgezeichnet ist und dass die Lichtgeschwindigkeit eine Grenzgeschwindigkeit für alle diese Systeme ist.